auf ein neues zu einer weiteren Folge von Let's Play Super Mario Odyssey. Die letzten paar haben wir die Story hier des Gebiets abgeschlossen. Wir waren übrigens. Beste Transformation. Ja, jetzt wollen wir uns erstmal das neue Kostüm holen. Kostüm. Apropos, der Boss war da auch so ein bisschen. Aber wenn er es verpasst hat, schaltet das ein. Aber lasst schon mal hier ein Like da, abonniert den Kanal, wenn noch nicht geschehen. Wir wollen uns freuen. Wir gucken mal noch ein bisschen. Wie findest du die Welt? Gut. Ist sehr abgespaced, muss man sagen. Da ist alles schön bunt. Ich glaube, vieles in der Lava könnte man noch gucken. Weiß ich nicht. Eigentlich haben wir schon alles gut abgegraced. Nee, ich glaube, da gibt es wahrscheinlich viel Neues. Da rechts bei der großen Fläche ist auf jeden Fall noch eine Insel, die du nicht hast. Geh mal auf die Karte. Ja. Ich weiß gar nicht, wie viele Münzen noch fehlen. 20 vielleicht. Musstest du dich nur orientieren, welche Richtung das ist. Da hinten. Badabadababababa. Dürfen nicht außen rum. Du bist dir sicher, dass das die richtige Richtung ist? Nämlich nähern. Das ist es nicht. Aller. Aber ich weiß auch nicht, was du da gesehen hast. Ich sollte die Kanone nicht nutzen, aber erstmal hier Musik. Da war aber links auf jeden Fall noch eine kleine Insel, aber wir gucken erstmal die an. Ich würde sagen, so 40 sind wieder okay. Was will er denn hier? Ja, ich will dir aber die Riesenbade zerbrechen, aber wieder so was will. Ich habe Angst. Und damit die Wasser, ich will mit mehr Arbeit dabei nehmen. Wir sollen die Risse reparieren. Okay, dann mach das mal. Klempner machen das nämlich auch. Wusstest du das? Und die reparieren auch den Riss in der Hose. Alter. Der gute Riss in der Hose. Wow. Was ist das? Peach Castle, wir kommen! Das ist aber etwas, was erst nach dem Finale kommt. Deswegen gönn dir diesen Sneak Peek und gönn dir die Musik und gönn dir doch ein bisschen noch einen Schluck Eistee. Den Stern. Mond, bitte. Ich denke, ich habe es richtig gesagt. Ob es in der Welt dann einfach Sterne gibt. Und wo sind wir hier? Yoshis Haus. Die Map kenne ich sogar. Habe ich mal bei Odyssey Verstecken gesehen. Leute verstecken gespielt haben. Ich dachte, das ist eine. Das mit den Ballons meinst du? Aber möglich. Dachte, oder meinst du wirklich verstecken? Weil manche machen das ja auch wirklich. Nee, richtig ja verstecken. Okay. Ich dachte, das ist so eine Fan-Map, aber anscheinend nicht. Tja, es gibt ja keine Monde. Alter. Oh, der Sound. Was steht denn nur auf dem Schild? Hallo, ich bin leider nicht zu Hause, befinde mich gerade im Pilzpalast. Ich hoffe, du brauchst meine Hilfe gerade nicht. Yoshi! Yoshi! Oha. Warte mal, kannst du den nicht sogar sehen? Wer sagt also, ich dachte, im Palast, dann wahrscheinlich. Dachte, wäre auf dem Dach drauf. Ja, weil wenn, dann wird es wahrscheinlich eh nicht geladen werden. Alter. Gut, wir sehen uns wieder demnächst. Ich
frag mich halt auch, wann das Bild aus dem ersten Bild mal echt wird. Aus der zweiten Welt. Macht das, was ihr wollt. Mach, was ihr wollt, ey! Sehr gut. So, und jetzt dürfen wir hier den Mond auf jeden Fall einsammeln. Aber willst du erst die Pixelröhre oder erst den Mond einsammeln? Den du nochmal machen musst. Tada! Ist ja jetzt auch nicht das Problem. Meine Mutter hat übrigens, das erinnert mich an eine Sache, die wollte die immer gerne machen. Nicht nur bei mir, sondern auch bei meinen Geschwistern. Was denn? Hat den Pickel gesehen, wollte den direkt ausdrücken. Ich denke, das ist nicht nur meine Mutter, die das so machen will. Ich glaube, es gibt genug Mütter. Meine wollte es nicht. Aber dem hätte es auch vor allem in meiner Jugend viel zu tun gehabt. Wie hätte er sein können? Ja, ich bin da ja auch nicht befreit werden. Aber ich habe dann auch mal gesagt, nö, ich habe da keinen Bock, ich mach das selber. Und die wollte immer wieder das machen. Sie hat nicht locker gelassen. Ja, viele finden das ja auch cool, also machen das auch gerne. Weiß ich nicht, so weit geht's jetzt bei mir nicht. Mich stürzt, dass ich die hab teilweise, und wenn man die so sieht, aber... Ja, solange sie nicht wehtun oder sie richtig krass dick und gefühlt das halbe Gesicht ausfüllen, ist mir das egal. Wir sind heute als Malach unterwegs. Wir sind der neue Da Vinci. Und hier sind ein Ärzte drinne. Ich habe mich vertan. Da sind Flam N. Und Amont. Kannst du weiterlaufen? Wahrscheinlich. Ich glaube, dann läufst du aus dem Beat raus. Ey. Ja. Genau. Gut, dann gehen wir noch auf die Insel, die ich da gesehen hatte. La kleine Insel. La Insel, da, la rechts. Rechts. So. Du willst gehacktes auftauen und wir machen weiter. Oder ums Mond. Aber rechts von dir ist eine kleine Insel. Stopp! Ja. Ja, ein Level ohne Mütze. Oh nein. Yay! Alter, Scheißlingsspieße. Ja, ich habe noch gehacktes eingefroren, deswegen, und den Rest für Bolognese hätte ich halt. Ich weiß nicht, ich muss mal probieren, ob Karotten mir schmecken in der Bolognese. Ja, die von Marvin fandst du doch nicht schlecht. Du musst da hinhängen. Ja, hatte ich vor. Du kannst es noch schaffen. Knappe Kiste. Aber wie okay. Haben wir den gegessen? Wann habe ich den gegessen? Wann war der hier? Ja, vorher One Piece geguckt haben oder so. Irgendwann warst du hier und der hat auf jeden Fall Bolognese gemacht. Das weiß ich. Aber als wir One Piece geguckt haben, haben wir doch auch diese Carpodopasta gemacht. Ja, dann war es mal anders. Die hast du auf jeden... Oder war es mal an Halloween? Ja. Du hast sie auf jeden Fall mal gegessen. Ja, das kann sein. Ai, ai, ai. Da hangen hier nicht irgendwo noch lila Münzen rum? Ah, schade. Bis zu dem Zeitpunkt gut angestellt mit Retten, aber dann war der Abgrund zu... die Distanz zu groß. Was hast du dem eingesammelt? Irgendwas waren lila Münzen drauf, die sie auch mitgedreht haben. Ich glaube, hier habe ich keine lila Münzen eingesammelt. Aha, du hast dich... Du warst im falschen Moment drauf. Ja, dann ist ja gut, dass ich gestorben bin. Ich hätte sonst eh so zurückgeguckt. Schön. Wie gesagt, der eine Mond war irgendwo oben drauf und da waren noch lila Münzen irgendwo. Ja, das haben wir erstmal und sonst gucken wir. Als ob wir jetzt doch schon wieder über 90 von denen haben. Was machst du? Du musst die Flamme nehmen. Ich glaube nicht, dass da oben ein Mond ist. Da haben die Münzen und da ist der Mond.
Und erstmal die Münzen. Ah, oh, sehr gut. Spring. Weit, Sprung, weit, Sprung, weit, Sprung. Naja, fast gut. Wie kommt man da denn? Oder muss man davon mit so mit dem Vogel wieder irgendwie hoch? Damit der hier weiß wieder irgendwo. Ich hab Vogel. Ja, dieser Kleid-Typ da. Der Segelmann da. Nee, genau der ist hier nirgendwo. Wie soll man hier sonst hochkommen? Noch nichts Hohes in der Nähe. Oder ist der da oben, wo das Fleisch war? Das kann natürlich sein, nur das weiß ich nicht. Nein, das nicht. Nein, das ist doch falsch! Das ist doch nicht das, wo das Fleisch war. Das sind da hinten, da wo der Salzpilz. Hier? Nein. Hier? Du guckst drauf. Das hier? Die obere Fahne, ja. Okay, Plateau, das klingt ja gut. Hier ist nichts. Na gut, egal. Oh, scheiße. Ja, warte, ich muss nochmal pausieren, doppelt. So, da sind wir wieder da. Da hat die wieder was geschrieben. Na, jetzt kann ich nicht. Jetzt machen wir den Part erstmal. So. Die Frage ist, ob man da mit irgendeinem, einer Kanone darüber fliegen kann. Guck mal, die Kanone in der Mitte. Geh da mal hin. Das sieht eher aus, als ob das Ding da oben drauf schießt. Aber ja, man kann es versuchen. Ansonsten gehen wir aus der Welt raus. Dann war es das. Ja, aber die Münzen, die können wir da noch versuchen, theoretisch. Welche Münzen? Die hast du doch vorher geholt. Die hatte ich jetzt schon? Ja. Da hast du gesagt, oh toll, der Block erscheint. Juhu, ich kann da hochkommen. Welchen Weg gehst du denn? Einen guten Weg. Nee. Wie nee? Oh, wenn ich rausgehe, geht's ja doch. Aber die da oben ist. Oh, ist hier eine Goldrübe? Nee, niemals. Okay, da kann man ja gehen. Kommen wir da irgendwie jetzt gut lang? Och nee, es ist dasselbe wie vorhin. Wir müssen nur deutlich schneller sein. Eich zurück! So, jetzt lasst mich bitte alle in Ruhe. Und dann hier hoch. Na, siehst du. Oh. Ach nö. Das ist nicht der Weg, den ich gehen wollte. Ja. Was? 44 Monde. Siehst du, haben wir sogar beide bekommen. Ist doch super. Krasser Trick. Gut, dann. Adieu. Wir haben einfach 3-1-2 gemacht. Die Reihenfolge ist auch Premium. Was? Ja, von diesem Rezept hier von den Rüben. Der erste war 3, dann hatten wir 1 und jetzt haben wir 2. So. Wie durcheinander willst du es machen? Ja. 300. Hört gar nicht auf. Wo geht's nur jetzt hin?
jetzt können wir in Bowsers Land reisen. Ein Moment mal, der Karl hat auch noch sein eigenes Land. Und so, schauen wir mal rein. Jetzt habe ich eine Frage an dich. Was ist ein Wunscherfüller? Weißt du, was es ist? Nein. Ich nehme an, dass das irgendwie sowas ist wie... Der Wunscherfüller? Ich weiß es nicht. Es gibt ja auch so Socken, die man so hat. Wie nennt man die? Keine Ahnung. Diese Dinger, die so... Diese Monster... Die so einen Reißverschluss haben. Ach so, Sorgenfresser. Sorgenfresser. Wunscherfüller kommt, das wird dieser Wunschgutschein. Wunscherfüller-Gutschein. Husteblume im Glas. Für bis zu 500 Shops. Mhm. Geldgeschenk, also irgendwie Geld anscheinend, keine Ahnung. Das machen ja viele. Na gut. Da er sich die Mühe gemacht hat, den Schlemmereintopf mitgehen zu lassen, hat er wohl einige Gäste zu beköstigen. Alle, guck mal, da ist die Pauline, da sind die Gabeln, da ist dieses Wasserdingglas. Bisschen fehlt leider noch. Das ist dem Land von jetzt. Ja, wir können ja was nachlesen. Du kannst übrigens Fähigkeiten benutzen. Der Mützensprung. So, zurück zu unseren Recherchen. Als nächstes hätten wir... Der Bowser in Bowsers Land ist der Bowser! Ich habe plötzlich ein ganz mieses Gefühl bei der Sache. War wackelt hier alles? Aber warum? Das ist wieder ein Bowser kam. Geht's doch noch nicht zu Bowsers Land. Oha. Den kennt ihr ja bestimmt auch schon. Gesehen habe ich ihn ja, aber den Kampf nicht. Ich weiß nur, dass er existiert. Das wäre sonst eine bessere Reaktion gewesen. Das stimmt. Oh, mal sehen, wie das hier schmeckt, Klempnerlein. Ich würde sagen, wir machen jetzt einen Abstecher zu Dark Souls, oder? Ja. Ba-bam, ba-ba-ba-ba. Wo sind die Dosen an dem Ding hinten? die holt er auch noch im Bowsersland, gibt's die Dosen. Ruinland! Schuttlingen. Aber das ist ähnlich wie das Wolkenland. Es gibt ein bisschen mehr. Ja, ich hab's geahnt, die Odyssee ist schon wieder beschädigt. Drei brauchen wir. Ja, der Boss wird einen Königsmut haben, aber es gibt hier noch ein paar mehr. Einen kenne ich. Und es gibt ja auch, glaube ich, keine Münzen. Aber irgendwo müsstest du irgendwo runterlaufen können. Ja, halt dich links. Ach, da gab's eine Münze. Aber ich finde die Atmosphäre, ja, da kann man da drunter. Ne? Ich mag die Atmosphäre, die Welt ist sehr special. Weiß dann auch nicht, ob so zu Mario passt. Letzte Quest. Für einen kurzen Ausflug, es ist ja keine große Welt, es ist ja wirklich nur. Minimal Monde, auch mit dem Block, da werden hier wahrscheinlich höchstens 10 Monde sein. Aber irgendwo konnte man noch woanders warten. Aber wann war das? Na, Drachi, wo bist du? Wache, ja, Wache. Bowser ist nicht mehr dabei. Rache, ja, Waffe ist doch. American Dragon. Ja. Okay, die Dinger sollte ich noch nicht aufmachen.
die rüber. Muss man sagen, zu Switch-Verhältnissen cool damals aus. War der Drache natürlich cool dargestellt, sehr schön. Auch noch das Switch-Verhältnissen heute. Du darfst dir ein Herz holen. Dann will sich kein Herz holen, okay. Ja, dann musst du abwarten. Muss halt nicht warten, okay. Das ist eben nur Glück, dass es knapp war. Wieder auf die Glatze. Hol dir Herz schnell. Du hast doch nur zwei Möglichkeiten hier. Knapp. Jetzt kannst du es gleich zu Ende bringen. Oha! Oha! Und dann da! Voll eng. Let's go! Schnell, Stoffattacke! Der Sound, ey. Jetzt hat ein richtiges Matschhirn. Der bleibt jetzt auf immer da liegen. Aber der eine Mond, ich glaube, den kann man noch einsammeln. Wir können gleich nochmal zurückgucken. Denn ins nächste Land machen wir erst im nächsten Part. Ich wusste nämlich, dass das kommt, deswegen passt das ganz gut. Kampf gegen den Herrn der Blitze. Enel, bist du es? Oh ne, hoffentlich nicht. Du magst ihn nicht. Nee. Viele mögen ihn nicht. Mit seinem Gottkomplex. So, jetzt gehen wir mal ein Stück vor. Ich glaube, dass hier irgendwo an der Seite... Was sagt denn Todd dazu? Ah. Ja, da kannst du ja hin. Hätte man ja gar nicht kaufen müssen. Da unten! Jetzt geht's hier unten lang! Nee. Das ist doch zum Festhängen. Jan! Ja, ich hab's besser gemacht. Besser? Ja. Du hast es auf die skillige Weise, aber besser würde ich das nie nennen. Das war besser. So, einen gibt's noch. Das war jetzt der von Toddy wahrscheinlich, ne? Hat er noch was oder sagt er wieder, er hat nichts mehr? Na komm, hau raus. Na gut, auch das war ein bisschen zu erwarten. Naja. Wo kaufst du das denn? Die Welt ist so klein hier. Wir haben doch das Geld. Alter, wie der Drache da ist mit dem Flügel, Alter. Auf ihn drauf oder was? Oh, er kann reden. Oh, ich bin so müde. Ja, kannst jetzt ein bisschen Daddy machen. Nee, ich glaube nicht weiter solltest du nicht gehen, das endet da gleich. Und der Mond war ja, glaube ich, auch. Oh nein. Ach. Hä, aber das müssten doch dann zwei sein in der Regel. Nee, es waren nicht immer zwei. Meistens. Meistens, aber nicht immer. Der dicke Knopf ist da. Und dann will ich ihn aktivieren. Dann muss ich ja nicht, ich hab's doch perfekt gestoppt. Ach, der ist zum Resetten, meinst du? Ja, ist zum Stoppen und der andere ist dann wieder zum Resetten, ja. Das weißt du, ohne ihn benutzt zu haben. Naja, wo er unten war, hat das die ganze Zeit so blub, 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 blub gemacht. Ja, okay, macht Sinn. Das geht doch auch. Ja, ich will's aber richtig. So geht doch auch. Das ist immer noch nicht das, was ich will. Eben wolltest du skillig machen und das wäre die skillige Variante gewesen. Na gut. Schauen wir mal.
Wäre cool, wenn hier eine Tetris-Referenz gewesen wäre. Das wären die Tetris-Blöcke, die Form gewesen und die Musik hätte gespielt. Das heißt nichts. Das wäre cool gewesen. Aber hat Nintendo die Tetris-Lizenz überhaupt? Ich weiß gar nicht. Wie soll es da nicht lang gehen? Ja, hab geguckt. Hätte ja sein können. Jetzt allerdings, ja. Aha. Oh. Aber das, da müssen wir den Koopa rüber tun. Jan kann das ja. Das ist ja easy. Muss nur zu dem oberen kommen. Aber waren es doch 6. Habe ich mich verzählt in der Stelle? Ja, vor allem der hat nur 5 angezeigt. Aber warte mal. Ja. Aber der Doppelmond ja gar nicht zählt. Ah, so. Der das muss der Secret-Mond hier sein, oder? Ja, mal von aus. Wir sollten ja noch nicht durch die Röhre gehen, das ist denn. Ah doch, wir müssen durch die Röhre, sonst kannst du es ja gar nicht stoppen. Ich dachte, das wäre irgendwie die Röhre zum Anfang oder so. Es gibt 2 Optionen, die passen. Da ist egal. Kommen wir schon überhaupt da hoch? Nee. Bist du sicher, dass du es nicht schaffst? Ja. Ja. Toll. Das finde ich aber blöd, dass man beide Rezepte drin hat. Ja, müssen wir dann ja eh. So soll man es machen, tatsächlich. Hä, warum sind bei den ersten Blöcken keine Münzen erschienen? Vielleicht nur wegen Secret hier. Der Roulette-Turm. Ach du Heiliger. Besten. Mitte, Mitte oben. Unten, Mitte oben. Das sind die Optionen. Sehr schön. So und nicht anders. Gucken nochmal. Aber wir haben das Secret ja eigentlich eh schon. Aber man weiß ja nie. Nee. Aber wo ist the last one? Das weiß ich tatsächlich nicht. Der in dem Box-Ding zählt nicht. Was für ein Ding? Diesen Metallkasten, der zählt nicht. Und zwar würde ich halt theoretisch echt schätzen, dass es dass irgendwie auf dem Drachen oder so ist. Metallkasten? Ja, Mann, das After-Story-Ding, das zählt nicht. Das ist ein Stein. Du hast gesagt, da ist auch Mond. Ich habe gesagt, wenn du den aktivierst, erscheinen mehr Monde. Ich weiß nicht, ob auf dem was drauf ist. Kann ja sein, dass du vielleicht hier seine Hörnchen da irgendwie mit Ding sie. Aber da leuchtet halt nichts. Und ich glaube, viel weiter kommst du nicht. Wenn wir jetzt halt runterfallen, dann ist es halt so. Ich dachte, man kann vielleicht die Flügel noch mal ein bisschen hoch. Willst du Totti noch fragen oder wieder abzischen? Ja, wir werden die Partie beenden, aber jetzt kannst du ihn auch nochmal fragen. Vielleicht sagt er ja auch nichts, keine Ahnung. Im Wolkenland hat er ja keine Tipps, das fand ich komisch. Na, einen hat er, also nur den letzten irgendwie nicht. Keiner auf mehr auf Lager, ne, dann nicht. Gut, dann würde ich sagen, das war's mit dieser Folge von Super Mario Odyssey und dem Big Next Part. Geht's dann wirklich auf ins Bowserland, wird's das letzte Land sein? Solltet ihr nicht verpassen, ein Like da lassen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.